Corona macht's möglich, es gibt wieder mehr Videos, weil ich habe ja Zeit. Und insofern, ja, gibt's mal wieder dann und wann ein Video mehr. Diese Woche das Inside Star Citizen, natürlich das Calling All Devs und ich habe einen Blick geworfen auf die Fragen- und Antwort-Sektion im Spektrum bezüglich des neuen Quantumsystems. Amazon, Twitter, Google, Facebook and Microsoft are allowing their employees to work from. Starten tun wir mit dem Inside Star Citizen. Zu Beginn werden uns Ausschnitte aus US-Medien bezüglich Corona gezeigt und anschließend die leeren Büros von CIG. Real challenges are in store. Gerade im Nachgang zum letzten Roadmap-Update gab es sehr wütende Stimmen, die meinten, dass CIG sich nicht mit den Auswirkungen der Pandemie herausreden soll. Viele böse Wörter wurden geschrieben, Spektrum stand in Flammen, kann man so sagen. CIG versucht nun mit diesem Eingangsvideo zum Inside Star Citizen zu erklären, dass sie sehr wohl auch betroffen sind, sei es dadurch, dass die Mitarbeiter alle ihre Arbeitsplätze zusammenpacken und nach Hause umziehen mussten, oder sei es, weil Prozesse und Kommunikationswege neu definiert werden mussten. Dabei betonen sie aber auch, dass sie bereits solide Grundlagen hatten durch das verteilte Arbeiten in den 5 Studios in Europa und den USA, weshalb die Lücken nicht allzu groß gewesen sind. So it's been an interesting 2 days. You know, we've been running into all sorts of problems from. Nichtsdestotrotz erklärt uns Mark Abend, dass sie in den ersten Tagen in alle Arten von Problemen hineingeraten sind, von Internetgeschwindigkeit über Probleme mit dem VPN, das schlicht nicht ausgelegt ist für hunderte von Leuten und dem entsprechenden Datenaufkommen, der Datensicherheit bis hin zu Kapazitätsproblemen, da die Entwickler-Builds, die täglich geladen werden müssen, 60 Gigabyte groß sind. Natürlich gab's auch emotionale Wellen bei den Mitarbeitern, die zum Schluckauf in Anführungsstrichen in der Produktivität geführt haben oder schlicht private Themen wie das Übereinanderbringen von Arbeit und Kindern, die ganztägig betreut oder beschult werden müssen. All das führt nicht nur zu neuen Arbeitsabläufen, sondern auch zu einer anderen Aufteilung der Arbeitszeiten und damit einem Unternehmensrhythmus, der sich die ersten Wochen einschwingen musste. Nach 4 Wochen waren die übergreifenden Probleme mit VPN und der Datensicherheit gelöst. Alle haben in ihren neuen Rhythmus und eine neue Kommunikationskultur gefunden. Ziel ist es, neben der Sorge für die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter und Kollegen, die entwickelten Standards und Methoden aufrecht zu erhalten, um die Entwicklung von Star Citizen und Squadron 42 weiterhin möglichst durchgängig zu gewährleisten. Aber egal wie sorgfältig CIG diese neue Art der Arbeit aufsetzt, sie ist nicht so effizient, als würde man im Büro zusammensitzen und sich persönlich abstimmen und gemeinsam arbeiten. Man erreicht keine 100% Arbeitsleistung, weshalb sich unter anderem 3.9 verspäten wird. Dennoch geht die Entwicklung weiter. You know, capacity. You can see how some of those things that I talked about earlier will affect the release of 3.9, but for the most part we're still in good spirits. Before we started the sort of mainly working from home. Eddie Hilditch steigt dann in den ersten fachlichen Teil dieses Inside Star Citizen ein. Bevor es für die Mannschaft von CIG ab ins Homeoffice ging, erklärt er, hatte man sich mit einigen neuen Bereichen für die Raumstationen beschäftigt. Eddie zeigt uns den Cargo Shop, den Frachtshop, der sich etwas von den aktuellen Ein-Mann-Segmenten unterscheidet, wo wir Kisten abgeben können oder Handelsterminals finden. Es ist eine Art One-Stop-Shop, also eine Art Geschäft, Geschäftsbereich, wo man alles bekommen kann, was man als Händler benötigt. Neben den Handelsterminals hat man also die Möglichkeit, rabattierte Gildenwaren zu kaufen, wofür es einen speziellen Bereich gibt, hinter dem Administration Office im Video zu sehen. Vielleicht wird es auch Bereiche geben, wo man bestimmte Frachtschiffe oder auch Frachtcontainer
oder Frachtraum mieten können wird. Das Ganze gestaltet sich nach Art eines Auslieferungslagerhauses, Warenhauses mit Regalen und Abteilungen für Waren von Markenherstellern, die man hier kaufen kann, aber auch großen Regallagern für eine große Anzahl unterschiedlicher Frachtgüter. Natürlich darf auch der Zollbereich und ein Wartebereich nicht fehlen. Ein weiterer Bereich, ein großer Bereich, an dem gearbeitet wird, das ist Grimhex. Diese gesetzlose Raumstation im Asteroidengürtel von Jela erhält nun Hangars, sowohl in der Standardausführung als auch in der Größe XL, um die großen Schiffe spawnen zu können. Außerdem wird die Station dahingehend umgebaut, dass es spezielle Bereiche gibt, die auf das Renn-Gameplay ausgelegt sind. Zum Abschluss dieses ersten Segments gibt es wieder einen Corona-basierten Blog, wo es um die Art der sozialen Interaktion der Mitarbeiter untereinander geht. Anstatt sich also in den Büros oder Pausen zu treffen, trifft man sich jetzt im Verse zu Spieltests. Die hat man zwar vorher schon gemacht, aber nicht so intensiv wie zurzeit, wo man diese Art der Tests nutzt, um das Netzwerk der Mitarbeiter untereinander aufrecht zu erhalten, den Teamgedanken weiter zu pflegen. Weiter geht's zum Sprint Report. Hier arbeitet man an Entwürfen für Arbeiter-NPCs, die auf bzw. in Raffinerien aktiv sind, einem weiteren Modul des Raumstationssystems, an dem gearbeitet wird. Diese Raffinerien werden nicht nur neue Orte zum Besuchen sein, sondern auch neue Gameplay-Elemente ins Spiel bringen. Hier sehen wir schwere Rüstungen vom Planeten Terra. Das sind alles Konzeptzeichnungen, können sich also noch verändern. Now, as with all concepts, these may or may not be chosen to be taken into implementation. But as we've explored before, that's life in the continuously iterative world of concept work. And you can bet we'll check in again if any of these designs move forward. In the world of VFX. Weiterhin wird an dem neuen System für Atmosphären-Eintrittseffekten gearbeitet. Das soll nicht nur hinsichtlich der enormen visuellen Bandbreite an Raumschiffen in Star Citizen in jeder Situation gut aussehen. Es basiert nun auch auf Signed Distance Fields, weshalb es sich auch dynamisch verändert. Signed Distance Fields, das ist eine Technologie, an der CRG bereits länger arbeitet. Diese benannten, geflaggten Distanzfelder basieren auf der Idee, dass jedes primitive Objekt mit einer Funktion dargestellt werden kann. Es nimmt einen 3D-Punkt als Parameter und gibt einen Wert zurück, der angibt, wie weit dieser Punkt von der Objektoberfläche entfernt ist. Ergo, Signed Distance Fields verwenden anstatt von Polygonen für 3D-Modelle oder 3D-Objekte mathematische Beschreibungen, Formeln für die darzustellenden Objekte. Darüber hinaus können Signed Distance Fields Geometrien skaliert und gezoomt werden, ohne dabei an Details zu verlieren. Eine Kugel wird immer glatt sein, unabhängig davon, wie nah man sich an ihren Rändern befindet. Das Problem an Signed Distance Fields ist, dass sie sehr rechenintensiv sind. Ein Problem, das sich aber durch die immer leistungsfähigere Hardware heutzutage quasi von selbst gelöst hat. Hinsichtlich Star Citizen werden Signed Distance Fields zum Beispiel dafür verwendet, Raumschiffwracks im Weltraum zu berechnen oder auch eben unsere Schilde, die jetzt keine Blasen mehr sind, sondern durch die entfernungsbasierte Geometrieberechnung sich exakt wie eine zweite Haut über unsere Schiffe legen können und eben auch die Atmosphäreneintrittsanimationen. Das ist ja alles nicht derselbe grafische Effekt, aber dieselbe technische Basis. Transformiert man sein Raumschiff also während dieses Effekts hier an der Reliant zu sehen, dann verändert sich auch dieses Signed Distance Fields basierte Eintrittsmuster, nenne ich es mal. Damit einhergehend wird ein Burn Shader untersucht, der glühende Außenhüllen simulieren soll. Itself in line with the superheated effects going on around it. Now, while we don't recommend attempting re-entry in these obviously dangerous manners, we nonetheless want to explore the potential for when pilots do the unexpected. And that never happens, does it? Speaking of vehicles and pilots,
we've got a quick look at the updated exterior of the Cutlass Blue with its unique canopy and current blue-gray. Als nächstes bekommen wir einen kurzen Blick auf die Außenhülle der Cutlass Blue, bevor es weitergeht zur Hercules Starlifter, die sich in der Whitebox-Phase befindet und wo wir die Außenhülle sowie erste Layout-Arbeiten des Innenbereichs gezeigt bekommen, vom Frachtraum respektive Hangar und vom Topdeck. Which right now includes this very, very large hangar, as well as the top deck above. Finally, oh, the places you'll visit. Wunderbare Nachricht für alle Explorer, alle Entdecker unter uns. Jetzt, wo Planetech V4 funktioniert und alle Monde und Planeten umgestellt worden sind, werden die Points of Interest wieder verteilt, also interessante, spannende Orte im All, die es zu erkunden gilt, wie zum Beispiel hier die gezeigten Raumschiff-Wracks. Und nicht zuletzt wird weiterhin an den Barkeepern gearbeitet, den NPCs selbst, der KI und auch der Beleuchtung ihrer Arbeitsbereiche, sodass diese Figuren sich gut in den jeweiligen Spielbereich, die jeweilige Bar, einfügen. Einen Augenöffner gibt's am Ende mit dem Blick auf Aaron Halo und den frühen Arbeiten an diesem gewaltigen Weltraumgebilde innerhalb eines dichten ringförmigen Asteroidenfeldes, das eines Tages im Stanton-System gefunden werden kann. In der Lore von Star Citizen wird dieses Asteroidenfeld beschrieben als so extrem dicht, dass es unmöglich ist, dort mit Quantum Travel hindurchzureisen. Man braucht also mutige Piloten, die sich dort hineinwagen, um dort eines der Halo Gateways zu finden, die in Besitz der Mega Corporation Arcorp sind. Es ist aber auch einer der Bereiche Stentons, wo man die wertvollsten Erze und Gase zum Abbau finden können wird. Was wir hier sehen, sieht schon beeindruckend aus, ist aber noch, das wird wiederholt betont, in einem frühen Entwicklungsstadium. Man testet hinsichtlich visuellen Effekten und Berechnungsanspruch, also den benötigten Systemressourcen unserer PCs. Wir werden das Aaron Halo auf der Roadmap finden, wenn sich dieser Ort der Fertigstellung nähert, um ins persistente Universum von Star Citizen implementiert zu werden. Und nach einem Abschiedswort von Jared geht dieses Inside Star Citizen zu Ende. Unsere Sendung geht noch weiter, denn wir schauen uns jetzt die Frage- und Antwort-Session zum Quantumsystem an. Die kann man auf Spektrum nachlesen. Ich habe mir die vorgenommen, übersetzt und lese euch hier die Fragen und Antworten vor. Eingangs wird geschrieben, zum einen, dass die Teilnehmer der Senior Technical Designer Jake Mühle sind, also Jake Mühle, und auch die Entwickler Martin Leisy und Robert Leisy, die Ingenieure hinter Quantum und der so fantastischen Star Map, wird uns hier geschrieben, werden uns via Jake Rede und Antwort stehen. Quantum ist ein System, welches hinter den Kulissen arbeitet und es den Entwicklern von Star Citizen ermöglichen wird, ein realistisches und dynamisches Universum durch Aktionen von NPCs in der Welt zu schaffen und zu verwalten. Quantum hat dabei Zugang zu allen Backend-Systemen und Diensten und manipuliert aktiv Spieldaten in Echtzeit, um sich an die Bedarfe des jeweiligen Sternensystems anzupassen. Dazu arbeitet Quantum mittels Beobachtung der Aktionen von Hunderttausenden von sogenannten Lightweight-NPCs, also leichtgewichtigen NPCs, mit Namen Quanta. Jeder Quanta hat seine eigenen Wünsche, Fähigkeiten, Jobs und sein eigenes Inventar, aber ohne den Overhead von Dingen wie Wegfindung, Grafiken, Animationen, Geometrien. Quanta repräsentieren die reichhaltige Hintergrundwelt von Star Citizen, von der wir Spieler ein Teil sind. Und Quantum, das System Quantum, wird diese Quanta verwenden, um kontextbezogene NPCs oder Ereignisse zu erstellen, mit denen wir Spieler interagieren können. Das System erlaubt es CIG, im Spielerfokus liegende Ressourcen und Orte hinzuzufügen, die Quanta dazu aktivieren, sich im Sternensystem zu bewegen, Aufgaben zu erledigen und diese Aktionen durch die Anpassung von Variablen zu beeinflussen, also zum Beispiel Zeit von Ressourcen, Raffinerien, Löhne in Fabriken und so weiter. Quanta werden die gleichen Entscheidungen wie die Spieler treffen und zwischen Bergbau, Sicherheit oder sogar Piraterie wählen.
Wie die Spieler werden auch Quanta Missionsinhalte generieren, wie zum Beispiel einen NPC, der nach einem Piratenangriff gestrandet ist und Spieler mit einem Servicebeacon um Hilfe bittet. Die wahre Magie von Quantum besteht darin, dass es nicht nur ein NPC-Simulator ist. Die Aktionen des Spielers werden in das System zurückgespiegelt, um zu beeinflussen, welche Art von Jobs, Berufen und Aktionen ein oder mehrere Quanta wählen. Die Entscheidungen und Aktivitäten der Spieler werden alle an Quantum rückgekoppelt, um das Verhalten der Welt in Echtzeit zu beeinflussen und die Welt zu einem lebendigen, reaktiven Ort zu machen. Mit Ambitionen, die so groß sind wie die von Star Citizen, ist Quantum ein Werkzeug, mit dem das Entwicklungsteam dem Spiel immer einen Schritt voraus sein wird und sich darauf konzentriert, das Universum so auszubalancieren, dass es immer voller fesselnder Inhalte ist und dennoch intern konsistent bleibt. Wir freuen uns, endlich diesen Schritt zu tun, schließt CIG in diesem Eingangspost, den wir seit langem geplant haben. Wir könnten hier Seiten schreiben und es würde nicht einmal ansatzweise an der Oberfläche kratzen, wie cool und komplex dieses System ist. Bevor wir uns in diese Frage- und Antwort-Session stürzen, empfehlen wir dringend, das CitizenCon Panel 2019 mit Tony Zurovec und Jake Mühle anzuschauen. Wer das nicht kennt, der Link dazu hier rechts oben eingeblendet. Gibt's auch übersetzt vom Star Citizen Information Network unter anderem. So, dann gehen wir rein in die erste Frage. Die lautet: Wird es Quanta geben, die nur auf einem Planeten oder Mond operieren und nicht in der Lage sind, zwischen verschiedenen Himmelskörpern zu reisen und mit über den Planeten verteilten Knotenpunkten zu interagieren? Die Antwort dazu: Unser Ziel ist es, dass das Verhalten von Quanta sich so nahe wie möglich an den Spielern orientiert, was der Verbreitung von Spielertypen, die unser Spiel spielen, Rechnung trägt. Willkürliche Einschränkungen wie diese werden nur dann angewendet, wenn wir das KI-Verhalten noch nicht so weit entwickelt haben, dass wir das Spielerverhalten so genau verfolgen können, wie wir es gerne hätten. Wenn wir am Ende solche Verhaltensregeln verwenden, dann werden wir auch versuchen, sie so schnell wie möglich loszuwerden. Bis jetzt haben wir keine Pläne, das Spielerverhalten auf diese Weise einzuschränken. Quantum wird Missionen schaffen, die auf den aggregierten Aktionen von Quanta basieren. Das dynamische Missionssystem wird Missionen auf der Grundlage dessen schaffen, was die Quanta tun und welche Art von Diensten sie benötigen. Die nächste Frage lautet, ob dieses Quantum-System denn schon im Patch 3.9 ins Spiel kommt, und die Antwort dazu ganz klar: Nein, das ist noch in Arbeit. Nächste Frage: Wie werden die Ressourcen in Asteroidenfeldern und auf Planeten von Quantum verwaltet? Antwort: Sowohl Chris Roberts als auch Tony Zurovec wollen Ressourcen, die irgendwann aus dem Spieluniversum verschwinden, damit das PU immer in Bewegung bleibt. Quantum wird wissen, wo sich diese Ressourcen befinden und die Konzentration dieser Güter im Universum verfolgen. Wir haben Pläne, diese Ressourcen durch Quantum auf der Grundlage der Aktivität von Star Citizen anpassen zu können. Aber unser letztendlicher Plan ist es, die Dinge im, in Anführungsstrichen, God-Mode, im God-Modus, nicht direkt so zu beeinflussen. Quantum sollte das Verhalten von Quanta und die wirtschaftliche Aktivität beeinflussen und nicht spontan Ressourcen vom Gottessitz aus erzeugen. Wir sind noch nicht an diesem Punkt angelangt, aber das ist Teil unseres letztlichen Ziels. Nächste Frage: Kann Quantum eine vollständige Blockade berücksichtigen, die von einer Organisation um einen Sprungpunkt herum errichtet wurde? Klammer auf, Wahrscheinlichkeitsvolumina scheinen mit Blockaden unvereinbar zu sein. Klammer zu. Antwort: Dies ist eines der Beispiele, über die Tony Zurovec bei Designdiskussionen im Büro gerne spricht. Eine vollständige Blockade auf einem ganzen Planeten ist praktisch unmöglich, weil die Menschen immer einen Weg finden werden, Vorräte an einen Ort zu bringen, der sie benötigt. Was wir in so einem Fall sehen werden, ist ein enormer Anstieg der Nachfrage nach Vorräten aufgrund der Aktionen rund um diesen Planeten, wie Kampf, Piraterie und so weiter. Dazu gab es dann einen weiteren Kommentar eines Users in diesem Thread, der schrieb: Da Sprungpunkte kommen und gehen werden, kann vielleicht jedes System, das damit umgehen kann, einfach neue Sprungpunkte erzeugen, die von den Forschern dann entdeckt werden können, wenn so eine Blockade entsteht. Dazu die Antwort der Entwickler: Es gibt definitiv einen Unterschied zwischen etwas, bei dem man realistischerweise alle Entitäten sehen kann, die mit ihm interagieren, und etwas, das so groß ist wie ein Planet.
Wir sprechen immer noch darüber, wie man solche Dinge aus der Perspektive des High-Level-Designs angeht. Also eher eine ausschweifende Antwort, von der ich mal interpretiere, dass die Entwickler hier eher mit dem Kopf geschüttelt haben. Also es wird sich kein Sprungpunkt erzeugen, nur weil gerade eine Blockade um einen Planeten herum besteht. Das interpretiere ich mal so. Werden Produktionsknotenpunkte auf Planeten physikalische Lokationen im PU sein? Nächste Frage, die Antwort dazu. Vorerst sind Fabriken, Raffinerien und Produktionsknotenpunkte alles virtuelle Einheiten, die existieren, um den Verkehr in der Wirtschaftssimulation anzukurbeln und schließlich Service-Beacons zu erzeugen. Langfristig hoffen wir, so viele Dinge wie möglich, die in Quantum geschehen, mit dem tatsächlichen, dem Spieler zugewandten Spiel zu verknüpfen. Nächste Frage. Wenn ich das System richtig verstehe, wird es durchgängig versuchen, die Wirtschaft auszubalancieren, indem es die NPCs dazu bringt, die lohnendsten Jobs anzunehmen. Wie werden NPCs abwägen zwischen Risiko, Belohnung und Missionslänge? Antwort dazu. Jedes Quanta hat ein Risikoprofil, mit dem der wahrgenommene Wert einer Arbeitsstelle moduliert werden kann. Die Missionsdauer wird auch durch die Tatsache berücksichtigt, dass der Wert einer Arbeitsstelle ein Betrag pro Zeitabschnitt ist, zum Beispiel in UEC pro Stunde. Nächste Frage. Werden die Economic Displays, also die öffentlichen Displays in Landezonen, Live-Informationen von Quantum präsentieren? Antwort. Wir verwenden tatsächlich viel Mühe auf die Visualisierung der riesigen Datenmenge, die Quantum erzeugt. Es ist keine kleine Aufgabe. Martin hat daran gearbeitet, diese Daten auf viele Arten zu visualisieren, um Merkwürdigkeiten und Trends in der Art und Weise, wie sich die Wirtschaft bewegt, zu identifizieren. Es wäre durchaus möglich, diese Informationen auf Ingame-Bildschirmen anzuzeigen, aber wir haben noch keine Pläne, dies zu tun. Im Moment konzentrieren wir uns auf die Interaktion mit den Spielern. Haben NPCs und wirtschaftliche Knotenpunkte unterschiedliche Strategien und Verhaltensweisen? Zwei Antworten dazu. Antwort 1. Nun, Quanta haben unterschiedliche Profile, die ihr Verhalten und ihre Möglichkeiten definieren. Die Strategien der wirtschaftlichen Knotenpunkte werden direkt von ihrer Umgebung und den verfügbaren Ressourcen beeinflusst. Zweite Antwort. Um es klar zu sagen, die NPCs, die ihr zurzeit im Spiel seht, werden nicht von Quantum gesteuert. Wenn ein NPC instanziert wird, wird sein Verhalten von seiner lokalen KI bestimmt. Nächste Frage. Kann das System dynamisch neue Unternehmen oder NPC-Organisationen schaffen? Antwort. Das könnten wir, aber für die erste Iteration werden wir Organisationen als Konstante verwenden. Das wirtschaftliche Gleichgewicht steht im Mittelpunkt dieser ersten Iteration von Quantum. Nächste Frage. Habt ihr eine Vorstellung von dem durchschnittlichen Wert UEC pro Stunde, den ihr anstrebt? Antwort. UEC ist, wie jedes Geld der realen Welt, eine abstrakte Einheit, die den Wert der Arbeit repräsentiert. Die Menschen haben das Geld erfunden, damit wir mit einem gemeinsamen, vereinheitlichten System Bruchteile von Arbeit hin und her tauschen können. Bei Star Citizen ist Anstrengung noch immer weitgehend undefiniert. Insbesondere, da immer mehr Spielsysteme online gehen. Unser Endziel ist es, den Ergebnisaufwand eines Gameplay-Vorgangs auszugleichen und eine ausgewogene Wirtschaft zu schaffen. Dieses Problem ist unglaublich komplex. So komplex, dass wir eine Simulation durchgeführt haben, um herauszufinden, wie hoch die Preise sein sollten. Derzeit laufen etwa 1 Million Quanta herum und versuchen, die Löhne zu ermitteln. Das nennt man Quantum. Nächste Frage. Wird vor der Implementierung von Quanta irgendeine Technologie wie iCache oder Server Meshing benötigt oder kann sie bereits jetzt als eine Art Tier Zero implementiert werden und sich dann im Laufe der Zeit verbessern? Antwort dazu. Es gibt immer Kompromisse, die wir eingehen können, um einen Großteil des Nutzens zu erhalten, bevor alle notwendigen technischen Voraussetzungen gegeben sind, und wir planen, dies so weit wie möglich zu tun, damit die Spieler die Vorteile der dynamischen Simulation zu spüren bekommen. Server-Meshing und iCache werden diesen Prozess definitiv unterstützen, aber unsere technischen Anforderungen bestehen eher darin, dass wir in der Lage sein müssen, andere bereits bestehende Dienste zu lesen und zu schreiben, wie den Einkaufsdienst, den Dienst Probability Volume und einen neuen Dienst für dynamische Missionen. Nächste Frage. Macht das den Weg frei für NPC-Crews?
Antwort: NPC-Crews unterliegen dem KI-Verhalten und sind zu schwergewichtig für Dinge, die Quantum zu handhaben versucht. Quantum wird nur für das Endergebnis dieser NPC-Aktionen verantwortlich sein. Es wird keine Details berücksichtigen, die der Spieler sieht, wenn sich NPCs auf seinem Schiff befinden, aber es wird Dinge wie gut ist dieser NPC für einen Piloten berücksichtigen und dies dazu verwenden, die Ergebnisse von Simulationsinteraktionen zu bestimmen. Nächste Frage: Werden die Preise systemisch ermittelt? Antwort: Auf jeden Fall. Die ganze Idee hinter Quantum besteht darin, eine umfassende Wirtschaft zu simulieren, um sie so glaubwürdig und ausgewogen wie möglich zu machen. Wenn die Quanta mit den verschiedenen Geschäften, Fabriken und Raffinerien interagieren, verhandeln sie systematisch über Preise. Wir verwenden Preisfindungsalgorithmen, ähnlich denen, die in der realen Wirtschaft verwendet werden, um diese Preise zu ermitteln. Also, ja, wir wollen auf jeden Fall die von Quantum generierten Preise verwenden. Nächste Frage: Wird Quantum auch die Wirtschaft von Banyu, Xian und Wandul simulieren? Antwort: Wir konzentrieren uns zunächst auf die Wirtschaft der UII. Unser Hauptaugenmerk liegt auf Dingen, mit denen die Spieler derzeit interagieren können. Sobald fremde Ökonomien eine aktivere Rolle in der Wirtschaft von Star Citizen einnehmen, werden wir uns mit der Einbeziehung der Auswirkungen, die diese neuen Rassen auf die Wirtschaft haben, befassen. Nächste Frage: Wird Quantum sämtliche Sternensystemwirtschaften oder Sonnensystemwirtschaften beeinflussen oder nur die zur jeweiligen Zeit im Persistent Universe vorhandenen? Kurze Antwort dazu: Quantum wird sich auf die Volkswirtschaften konzentrieren, die sich auf das Spielerlebnis auswirken und dann mit der Erweiterung des Spiels dann sukzessive expandieren. Nächste Frage: Werden die Piraten von Quanta einen Ort finden müssen, an dem sie ihre gestohlene Fracht verkaufen können? Antwort: Quantum zielt darauf ab, eine genaue Simulation zu sein, in der wir simulieren, wie die tatsächlichen Interaktionen aussehen würden, wenn sie Spieler im Spiel wären. Auch Piraten müssen ihren Lebensunterhalt verdienen. Gestohlene Waren müssen abgeladen und an einige der zwielichtigeren Händler verkauft werden, die bereit sind, wegzuschauen. Diese zwielichtigen Händler gehen das Risiko ein, beim Handel mit gestohlenen Waren von den lokalen Gesetzeshütern festgenommen zu werden, sodass diese Waren am Ende billiger sein werden. Nächste Frage: Werden Quanta verschiedene Schiffe einsetzen und wird das Gleichgewicht beeinflussen? Zum Beispiel Änderung der Schiffsverfügbarkeit, Preis, Austauschzeit, mehr Ladung pro Quantenlauf und so weiter. Antwort: Die Quantas werden Zugang zu verschiedenen Schiffen haben und die Eigenschaften der Schiffe werden sich direkt auf die Arbeitsplatzwerte für die Quanta auswirken. Zum Beispiel Schiffsgeschwindigkeit, Laderaum, Schiffsschutz. Das sind natürlich alles Elemente, die direkten Einfluss haben. Natürlich wird ein Risikoprofil der Quanta einen großen Einfluss auf den Schiffstyp der Quanta haben. Nächste Frage: Gibt es Pläne für Quanta, so etwas wie territoriale Kontrolle zu ermöglichen? Antwort: Im Moment konzentrieren wir uns auf die Dinge, die derzeit das Gameplay, die Wirtschaft und das Multiplayer-Erlebnis beeinflussen. Dinge wie die territoriale Kontrolle werden wir erst dann in Angriff nehmen, wenn es sich um einen Gameplay-Loop handelt, zu dem auch die Spieler, die realen Menschen, Zugang haben. Nächste Frage: Wird Quantum zur Besetzung von Gefängnissen verwendet werden? Antwort: Das ist genau die Art von Dingen, für die Quantum geschaffen wurde. Die Population der Gefängnisse sollte sich aus der Menge der Verbrechen, der Sicherheit und der Verhaftungen im System ergeben. Quantum ist eine vollständige, reale Simulation, die Ergebnisse und Ereignisse genau wie dieses aufzeichnet. Wenn man eine Frage wie viele Gefangene sollten in diesem Gefängnis sein, kontextualisieren würde in dem System, dann würde man eine statische Anzahl von Gefangenen erhalten, die sich nie ändert. Nächste Frage: Werden die Quanta die NPCs physisch darstellen, wenn sie sich im Sichtfeld eines Spielers befinden? Was bedeutet, dass wir, wenn wir in einem Raumhafen warten, echte NPCs kommen und gehen sehen werden und alle physisch dargestellt werden, ohne dass es zu einer Verfälschung kommt? Antwort: Als wir versucht haben, dieser Simulation einen Namen zu geben, haben wir uns für Quantum entschieden, weil diese Simulation Ähnlichkeiten mit der Quantenmechanik aufweist. Quanta repräsentieren nicht die tatsächlichen NPCs, mit denen ihr interagieren werdet, in den meisten Fällen jedenfalls. Nur wenn ein Spieler der hohen Wahrscheinlichkeit begegnet, angesichts der Dichte von Quanta in einem Gebiet auf einen NPC zu treffen, wird ein NPC gespawnt,
den der Spieler sehen und mit dem er interagieren kann. Bis zu diesem Zeitpunkt tragen die Quanta aber nur zu dem Gesamtverhalten bei, das die Wahrscheinlichkeitsvolumina mit Informationen füttert. Dinge, die Quanta tatsächlich ins Leben rufen, das sind Dinge wie das Spawnen von Service Beacons, das Angreifen von Spielern, das Beantworten von Anrufen von Spielern und so weiter. Nächste Frage: Wird Quantum die Fauna anders verwalten als die humanoiden Wesen und ihre Verhaltensweisen? Antwort: Die erste Version von Quantum wird sich auf die NPCs und die Ressourcenverteilung konzentrieren, um das Multiplayer-Gameplay für die Spieler auszugleichen. Wenn die Fauna ein wichtigerer Teil von Star Citizen wird, werden wir auch das berücksichtigen. Im Grunde genommen wird alles, was für die Wirtschaft in Star Citizen wichtig ist, auch für Quantum wichtig sein. Wir wollen die gleichen Dinge simulieren, die für die Spieler wichtig sind. Nächste Frage: Wird es noch andere Arten von Quantum geben? Piraten, Händler, Gläubige, Data Runner, medizinische Schiffe, Landwirte oder andere Arten, die die Quantumstruktur beeinflussen würden? Antwort: Unser Ziel ist es nicht, Quanta eine Rolle vorzuschreiben, sondern Verhaltensmuster. Wenn Piraterie nicht profitabel ist, dann könnte selbst der amoralischste Quanta einen geradlinigen Fertigungsauftrag übernehmen. Die Spieler sehen sich selbst auch nicht so. Sie wollen sich verändern und passen sich an, je nachdem, wozu sie in der Lage sind und was sie tun wollen. Unser Ziel ist es nicht, eine handlungsdefinierte KI zu schaffen, sondern wir wollen Verhaltensmuster schaffen und dann sehen, was sie tun. Nächste Frage: Wird Quantum Ereignisse wie eine Hungersnot auf dem Planeten XYZ hervorrufen, die wiederum die Preise für Lebensmittel und so weiter erhöhen und Missionen im Zusammenhang mit diesem Ereignis hinzufügen? Antwort: Star Citizen ist ein zu großes Spiel für Entwickler, um mit all den Dingen, die die Spieler tun werden, Schritt zu halten. Deshalb bauen wir Quantum, um dies für uns zu tun. Nächste Frage: Vor ein paar Jahren sprach CRG über Analysen, die zeigen, dass ein durchschnittlicher Spieler mit einer durchschnittlichen Sitzung von 30 bis 40 Minuten rund $1,700 pro Tag verdient. CRG ging davon aus, dass ein durchschnittlicher Spieler etwa 3 Tage arbeiten müsste, um ein Piece of Gear abzugraden, also um ein Gerät aufzuwerten, abzugraden. Mit diesen Werten für Verdienst und Ausgaben hatte man eine wesentliche Grundlage dafür, alle Werte bis hin zu Schiffskomponenten und Raumschiffen in der Quantum-Datenbank zu ermitteln. Ein Gewehr kann 2500 bis 4000 UEC und eine Jacke kann 3000 UEC kosten. Können Sie Ihre derzeitigen Überlegungen zu dieser Abwägung darlegen und darlegen, wohin sie sich mit ihrer Meinung nach in den nächsten 6 bis 9 Monaten entwickeln werden, wenn die Einkünfte aus der LTP-Wirtschaft gemessen werden? Antwort dazu: Der Wert der UEC ändert sich drastisch mit jeder neuen Funktion, die wir dem Spiel hinzufügen. Jedes Mal, wenn wir ein übergreifendes System wie Bergbau, Gefängnisse und so weiter hinzufügen, hat die plötzliche Existenz dieses Systems einen großen Einfluss auf die Wirtschaft, die schwer vorherzusagen und zu verfolgen ist. Das Verfolgen des Wertes oder des Verhältnisses UEC pro Stunde der Spieler ist etwas, an dem wir sehr interessiert sind, aber es ist ein bemerkenswert schwieriges Problem. So ist es beispielsweise schwierig zu aggregieren, wie viel Geld ein durchschnittlicher Spieler beim Mining, beim Bergbau verdient, weil er wahrscheinlich nicht ausschließlich diese bestimmte Tätigkeit ausübt. Wann hat er mit dem Bergbau begonnen? Wann hat er aufgehört? Wurde er angegriffen? Zählt das als Bergbau, als Mining? Sowohl das Quantum-Team als auch das Analyse-Team bemühen sich aktiv um die Beantwortung solcher Fragen, damit wir fundierte Entscheidungen treffen können. Wir fügen zwar weiterhin Funktionen während des Alpha-Status von Star Citizen hinzu, aber unser Schwerpunkt wird nicht auf einem Zielwert für die UEC pro Stunde liegen, sondern darauf, dem Spieler ein ausgewogenes Erlebnis zu bieten, das auf dem Feedback der Spieler und den spielerischen Zielen basiert, die das Wirtschaftsteam zu setzen versucht. Nächste Frage: Es scheint, als sei Quantum eine Simulation auf dem Backend, die die Key Performance Indicators, also die Schlüssel Performance Indikatoren, zurück ins Spiel bringt. Ähnlich wie bei den Industrial Engineering Systemen. Plant CIG in diesem Zusammenhang die Verwendung von Verteilungskurven, wie zum Beispiel Norm- oder Gamma-Verteilungen, die durch die Verarbeitungszeiten für bestimmte Spieler- und NPC-Aktionen erzeugt werden, um diese Kurven dann in die Spielsysteme zu integrieren? Oder würde CRG damit beginnen, bei der ersten Implementierung von Quantum feste Werte für die Verarbeitungszeiten zu verwenden, um sicherzustellen, dass es in einem Sternensystem, zum Beispiel Crusader, reibungslos funktioniert, oder ist das bereits intern getestet worden?
Antwort dazu, was für eine fantastische Frage. Das ist eine sehr interessante Frage. Erstens können wir Quantum verwenden, um die tatsächliche Wirtschaft auszubalancieren, indem wir es mit Echtzeitgeschwindigkeit laufen lassen und seine Daten in das Spiel einspeisen. Aber auch, um zukünftige Szenarien im Voraus zu testen und zu validieren, indem wir sie schnell und rechtzeitig weiterleiten, um eine Vorstellung von ihren Auswirkungen auf die Wirtschaft zu erhalten. Was die Verteilungskurven betrifft, so können wir direkt die Echtzeit-Preisfindungsdaten der verschiedenen Entitäten aus der in Echtzeit laufenden Quantum-Simulation verwenden. Eine weitere nützliche Sache bei Quantum ist, dass es sich um eine wirklich vollständige Simulation handelt, die läuft, was bedeutet, dass wir Daten von jedem Quanta einzeln erhalten können, wenn wir dies wünschen. Natürlich können wir aus diesen Daten Norm- oder Gamma-Verteilungen erstellen, aber wir können auch viel detailliertere Daten anzapfen, wenn wir wollen. Jedes Quanta lebt in der Simulation seine eigene Geschichte. Da in der Simulation so viel passiert, besteht die Herausforderung darin, den besten Weg zu finden, um die relevanten Informationen daraus zu gewinnen. Aggregierte Arten von Informationen wie Verteilungen sind interessant, um einen Überblick zu erhalten, aber eine andere, möglicherweise noch interessantere Art von Informationen ist die Untersuchung des Verhaltens der Quanten. Diese Verhaltensweisen können dann dazu beitragen, die Welt mit noch mehr Details zu versorgen, wie zum Beispiel nicht nur die Generierung von Missionen, sondern eine ganze Hintergrundgeschichte für den NPC, die vollständig mit der Wirtschaft synchronisiert ist. Das war's mit diesem sehr, wie ich finde, sehr spannenden Frage- und Antwortbereich auf Spektrum über das neue Quantumsystem, was uns Tony Sie erstmals auf der CitizenCon im Jahr 2019 vorgestellt hat. Und weiter geht's mit dem letzten Teil des dieswochenendlichen Videos von mir, nämlich der Übersetzung des Calling All Devs. Hey everybody, welcome to another edition of Calling All Devs. I'm your host Jared Huckabee. Now Calling All Devs. In Calling All Devs vom Freitag, dem 24.04.2020, drehte sich alles um die Fauna übergreifend, die Tierwelt von Star Citizen. Genauer gesagt um Space Cows und Space Whales, also Weltraumkühe und Weltraumwale. Aber ein Schritt nach dem anderen. Zuerst ging es um die Frage, wie CRG die Fauna grundsätzlich einteilt. Todd Pepi erklärt hierzu, dass es grundsätzlich drei verschiedene Typen im Spiel geben wird. Erstens Insekten, bzw. alles, was um Bäume herum summt und ihnen so zu visuellem Leben verhilft. Zweitens Voids, was kleine Kreaturen sind wie Frösche, Schlangen oder Ratten. Drittens große Kreaturen, von Herdentieren über Fleischfressern bis hin zu Sandwürmern. Jareds Frage dazu lautet, welches wird aller Voraussicht nach das erste Tier in Star Citizen sein? Was stellt sich CIG dahingehend vor? Man arbeitet an einer Weltraumkuh, erklärt Todd, offensichtlich also an vierbeinigen Kreaturen und arbeitet hier die Rigs aus, also das zugrunde liegende Skelett. Von da ausgehend wird man weitere Rigs entwickeln und schauen, ob das, was man da entwickelt hat, grundsätzlich funktioniert. Als nächstes müssen dann Usables entwickelt werden, also benutzbare Objekte, wie zum Beispiel Pfützen oder Wasserlöcher, aus denen die Tiere trinken können. Das nächste große Vorhaben wäre dann anschließend der Weltraumwal, der Space Whale. Um das Thema Weltraumkühe und Weltraumwale etwas zu vertiefen, geht's zu Dave Haddock, dem leitenden Autor von CIG. Tatsächlich bestätigt Dave dann auch, dass an Space Cows gearbeitet wird, von der ein 3D-Modell eingeblendet wird. Sie nennen das Tier Kasi Grazer, benannt nach einer Region auf Terra, dem Herkunftsort dieser Space Cows. Diese großen, warmblütigen Herdentiere, liest Dave vor, wurden ursprünglich auf den weiten Ebenen Kasis auf Terra entdeckt. Auffällig ist die Art und Weise, wie sie ihren Nachwuchs tragen. Das Kasi Grazer ist zu dem Standard-Nutztier geworden und auf fast allen terraformten Planeten der UII anzutreffen. Neben dem essbaren Fleisch kann man ihre Eier zum Kochen verwenden, während ihre Haut Einsatz findet bei der Herstellung schwerer Winterbekleidung. Der Hinweis mit den Kasi Grazers auf terraformten Planeten ist der, dass ein Planet, der dieser Prozedur des Terraformings unterzogen wird, hinsichtlich Flora und Fauna komplett ausgelöscht wird. Dementsprechend muss alles neu eingesät und mit neuem Leben versehen werden.
Daraus folgt, dass man nicht für jeden einzelnen Planeten einzigartige Welten, Biome erschaffen muss, sondern es hinsichtlich dieser zugrunde liegenden Lore in Ordnung ist, wenn man gewisse Ähnlichkeiten zwischen insbesondere terraformten Planeten hat. Das betrifft dann natürlich auch die Fauna, also die Tierwelt dieser Planeten, die sich entsprechend auch ähneln wird. Natürlich gibt es weiterhin einzigartige Planeten wie eben Terra, die natürlich gewachsen und nicht terraformt worden sind. Auch Space Whales, Weltraumwale, bestätigt Dave Haddock. Im Gegensatz zu den Weltraumkühen hat man aber noch keinen Namen für diese Tiere gefunden. Wie Todd Pepe zuvor bereits angedeutet hat, sind die Tiere heimisch auf dem Gasgiganten Crusader und leben in den dichtesten Teilen der Gaswolken. Dann und wann sollen diese faszinierenden Tiere an die Oberfläche kommen, um Luft zu atmen, was eine Touristenattraktion von Horizon werden soll. Sprich, es wird Touristenausflugsboote zur Wahlbeobachtung geben. Weiterhin denkt man natürlich darüber nach, wie man diese Tiere nutzen können wird. Während es bei Kasi Grazer offensichtlich ist, denkt man bei den Walen noch über Möglichkeiten nach, wie Pocken oder Muscheln, die man von ihrer Haut absammeln kann. Zuletzt geht es zu Character Art Director Chance Rowe, der uns erklären wird, wie der Prozess eigentlich aussieht, von der Idee bis zum 3D-Modell einer Space Cow oder eines Space Whale. Offensichtlich ist es so, beginnt Chance zu erklären, wenn man einen Menschen digital erstellt, dass man weiß, wie er aussehen soll. Man macht ihn also so fotorealistisch wie möglich, bestenfalls mit echten Schauspielern. Sprechen wir aber über Kreaturen, über Sci-Fi-Kreaturen, betreten wir ein weit offenes Feld an Designmöglichkeiten. Offensichtlich sind wir nicht auf der Erde. Sie könnten also richtig seltsam aussehen, weil niemand weiß, wie sie tatsächlich aussehen könnten oder würden. Eine der Herausforderungen dabei ist, dem Spieler trotzdem beim Anblick zu vermitteln, was diese Tiere tun könnten, was ihr Zweck sein könnte. Deshalb fängt man mit von unserer Erde bekannten Archetypen an, wie zum Beispiel einer Kuh oder einem Bär. Nicht zwingend visuell, sondern auch hinsichtlich ihrer Verhaltensweisen. Wenn ich also so einem Tier begegne im Spiel, könnte ich mich fragen, wird das Viech mich jetzt auffressen oder ist es in Ordnung, wenn ich daran vorbei und weitergehe? Von da aus starten die Designer, dabei stets einen Blick auf die Balance habend, denn trotz der realen Vorbilder soll es natürlich nicht zu sehr uns bekannten Realvorbildern ähneln. Und so hat man unheimlich viel kreative Freiheiten, denn wie sieht so eine Space Cow aus? Wir wissen es nicht, weil wir bislang noch nie eine gesehen haben. Also startet man und entwickelt was wirklich Cooles. Und das macht richtig Spaß, erzählt Chance. Worauf er sich am Ende wirklich freut, ist auf Planeten zu landen, die vor Leben nur so wimmeln. Jared hakt jetzt ein und würde gerne denselben Prozess noch einmal hinsichtlich der Weltraumwale verstehen. Chance erklärt, dass die sich noch in einer wesentlich früheren Phase befinden als die Space Cows und daher nur die gezeigten Konzeptzeichnungen existieren. Die Fragen hier sind grundsätzlich dieselben, aber dann doch noch eine Spur abstrakter. Wie könnte ein Wesen aussehen, das in einer Gaswolke lebt? Diese Entwicklungsarbeiten bedeuten sehr viele Überlegungen, nicht nur grafisch, sondern auch technisch. Eine wesentlich größere Diskussion als bei den Space Cows. Auf die Frage, was denn das Tier nach den Space Whales werden wird, weicht Chance aus, sagt aber, dass sie wesentlich gefährlicher sein werden und dass sie bereits in Entwicklung sind. Mit ihrer Einführung werden die Planeten in Star Citizen ein wenig gefährlicher werden. Und das war's mit der extra langen Übersetzung für dieses Wochenende vom Inside Star Citizen, vom Quantum AMA und vom Calling All Devs. Ermöglicht durch meine Unterstützer auf tippi.com, kommt gerne dazu. Ich freue mich über jeden, der mit dabei ist. Und dann wünsche ich euch auf diesem Wege weiterhin ein wunderschönes Wochenende und viel Spaß mit PTU Alpha 3.9. Bis dann. Cheers.